Und damit willkommen zurück an so einem schönen Ostersonntag zu Rising World. Und was macht man dann natürlich nicht lieber als Rising World gucken? Ostereier suchen? Ach, Quatsch. Einfach mal... Ach, Mist, egal. Den Spruch kann ich jetzt nicht bringen. Ich habe jetzt hier gerade noch... Wir sind gerade alle sprachlos. Also ich bin halt hier noch im Chat und mache halt, wie gesagt, meine Voraufnahmen. Und in den letzten Malen, ja, ich habe halt einmal nochmal Rising World aufs Neue erklärt. Und ja, demnächst werde ich dann noch ein paar Folgen offline drehen müssen, weil ich möchte auch mal wieder die anderen Server zeigen. Und da kommen natürlich dann der Riparian und der Darkling vielleicht ein bisschen zu kurz, aber die brauchen sich keine Sorgen machen. Die kriegen wieder wann anders ihre Chance. Es ist ja nur ein, zwei Folgen und diese versuche ich dann natürlich auch wieder fairerweise reinzuholen, wenn ich die dann beispielsweise mal wieder länger mache. So, also, wir sind hier immer noch am Bau der Kanalisation und, beziehungsweise an dem Auffangbecken und wollen das natürlich dann auch gestalten. Der Riparian hat mir schon inoffiziell bestätigt, dass er jetzt sich dann um den Bau der, Unterkunft der Turtles kümmert. Also er wird eine U-Bahn-Station bauen mit den ganzen einzelnen Gleisen und den ganzen einzelnen Bahnstationssachen da, so wie sich das gehört, ne? Und, der Darkling wird sich dann auch gleich umgehend, daran setzen und natürlich das Schloss von Hyrule nachbauen, um hier auch ein paar Themenparks sozusagen einzubinden, ne? Ich bin ja mal neugierig, wie das Ganze dann aussehen wird. Ich muss mir mal ganz kurz in meinen Rücken gucken, nicht, dass die mich gleich hier irgendwie töten wollen. Genau. Also wie gesagt, Ostersonntag, ganz wichtig, heute Abend kein Savage Lands Livestream. Der war schon gestern, also am Samstag, ja gestern, Samstag. Denn am Sonntag, klar, möchte man auch mal seine Ruhe haben, deswegen haben wir das Ganze dann vorgezogen. Also auch da bitte darauf achten, dass dieser Livestream nicht am Sonntag stattfinden wird. Also Sonntag mal, wenn ein Livestream, dann ausnahmsweise, aber es wird keiner am Sonntag normalerweise stattfinden, im Regelfall. Ja, und das gleiche, ja, für Montag ist wieder eine andere Regelung, da ist natürlich das Mario Kart 8 Community Turnier und auch dort könnt ihr natürlich wieder viele, viele Preise gewinnen und ich sag euch eins, einige Strategen unter euch sollten vielleicht mal die Ohren spitzen. Es könnten ein paar klitzekleine Perlen dabei sein, ja. Riparian, nein. Wie Riparian, nein. Ja. In dem Mario Kart 8 Community Turnier am Montag werden wir nämlich den Spiegel Cup fahren. Das heißt also eigentlich alle Strecken, die wir kennen, aber halt gespiegelt. Also statt links herum geht es dann mal rechts herum und so weiter. Eine interessante Sache, wie ich finde. Und ja, mal gucken, wer da der Beste sein wird. So. So, aktuell, wie gesagt, ist es hier auch wieder so ein riesengroßes Projekt und hier kann man, glaube ich, wieder Stunden verbringen, um das Ganze aufzubauen. Und wenn ich überlege, dass ich jetzt hier erst so einen Bruchteil habe, warum bin ich eigentlich, was mache ich hier eigentlich, fällt mir gerade mal ein. Sekunde, ich kann euch ja noch was zeigen, was ich hier machen kann. Zack, ich mache das einfach hier so weg. So, mal einfach hier so die Löcher hin. Zack, einfach hier ein riesen Loch rein. So. Wunderbar. Und natürlich noch nach unten. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal wieder glätten. So, hier ein bisschen glätten, dass es hier ein bisschen schöner aussieht. Alles hier schön runterglätten oder raufglätten, wie auch immer. Muss man immer wieder drücken. So. Das sollte gut aussehen. Wunderbar, jetzt haben wir hier jedenfalls einen großen Bereich. Und Riparian, der baut natürlich jetzt erstmal ein paar Sachen wie Ressourcen ab. Übrigens, Riparian, da oben scheint Silber zu sein. Kann das sein? Ist das Silber? Ups. Das hier könnte glatt Silber sein. Haben wir noch irgendwelche Ressourcen? Nö, die anderen hat der Riparian alle schon abgebaut.
So. Das passt, das passt, das passt. So, hier wollte ich mir jetzt noch was einfallen lassen, nur wie. Genau, ich brauche erstmal Treppen. Ach, und ich brauche gar nicht so weit fliegen für die ganzen Sachen. Ach, ist das schön. So, hier haben wir noch einen Mülleimer, da kann ich noch die Sachen reinwerfen. Jep, Silber, hatte ich richtig gesehen. Danke. Also, soweit hört mich der Reperion. Das heißt also, er hat wirklich offiziell dann zugestimmt, weil er nicht widersprochen hat, zu dem U-Bahn-System. Ich bin neugierig, wie er das umsetzt, weil Reperion wirklich, also, wenn einer was gut bauen kann, dann zum Beispiel der Reperion, da kann man sich auch seine Videos bei ihm auf dem Kanal mal angucken, wenn er mal was wieder hochlädt. Ab und zu kommen noch mal ein paar Videos und dann... Da geht schon was. Zwar jetzt nicht so regelmäßig wie bei mir, jeden Tag, aber da geht was. Da geht definitiv was. Jetzt hatte ich gerade eine Idee. Ach nee, ich wollte Stufen bauen. Stufen, 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 Stufen. Das ist keine Blockbank, das ist eine Bretterbank. Und es ist Tag. Danke. Stufen. Genau, die. Das sieht doch schon mal gut aus. Gehe ich hier natürlich wieder runter. Und lande hier. Und habe hier natürlich alles schön dunkel. Zup. Licht an. Ich muss da eh dann noch die richtigen Lichter platzieren. Dann kann ich jetzt hier die Treppen hinpacken. So. Zack. Ja, ich glaube, ich weiß schon, wie ich das da mache. Reperion. Zzz, weg. Zzz, kusch dich. So ist sie. So. So, jetzt brauche ich noch was anderes, nämlich hier noch halbe Blöcke. Half Steps, Half Slaps, da. Halber Block. Ich weiß gar nicht, ob ich die drehen kann. Habe ich noch gar nicht probiert. Kann man die drehen? Ne, man kann sie nicht drehen. Das ist jetzt gerade... ärgerlich. Ach, nee. Schmeiße ich die erstmal wieder weg. Gehen wir mal rüber. Hier hätten wir doch Geländer. Haben wir Geländer mal 2? Nein, Gitter. 2 mal 1. 2 mal 1. Ich brauche aber 3. Machen wir hier 3. So. Knallen wir hier 3 kleine Gitterchen. Hallo. Danke. So, da haben wir es doch. Kann ja immer noch runterfallen, das ist aber auch relativ schlimm. Normalerweise geht ja auch kein Mensch runter in die Kanalisation. Deswegen sollte da auch nichts passieren. Und dann können wir hier ganz normal hier die Gitter bauen, weil dann kann man da nicht rüber. Wobei, kann ich die eigentlich drehen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob ich die auch schräg drehen kann. Also, vertikal. Muss ich jetzt gerade nochmal drauf achten. Das wäre natürlich jetzt nochmal eine schöne Sache. Komm, 64. Mit 64 kann ich schön viel Unfug anstellen. Weil dann hätte ich noch eine richtig gute Idee. Hier runter, hier runter, hier runter. So. Das kann ich drehen, aber ich kann es nicht andersrum drehen, ne? Oder? Nee. Ich kann es nur so drehen. Andersrum kann ich nicht... Ah, das ist doch schon wieder doof. Ja, toll, da kann ich drauf. Aber ich möchte das ja drehen. Da kann ich nicht drehen. Ha. Jetzt doch umsonst gemacht. Wenn ich das jetzt reinmache, sieht auch doof aus, ne? Da ist es drin. Und hier ist es da, statt da drauf.
Wartet mal. Ich habe doch noch was im Inventar. Genau, ich habe auch hier noch Metall im Inventar, ne? Damit könnte ich doch vielleicht... So, mal gucken. Ich muss gerade mal gucken. Oh, ich sehe es jetzt gerade nicht. Nee, es muss kürzer. Okay, gut. Also. Na komm, hoch. Daran. Okay, machen wir mal so. Es könnte fast funktionieren. Ich muss es nur mal ein bisschen kürzer machen. Machen wir mal das da dran. Ja, guck mal, jetzt. Ah, jetzt ist auch schon wieder zum Mäusemelken. Da setzt das nicht daran. Warum nicht? Weil er es dann wahrscheinlich daran fixiert, oder? Ich verstehe es gerade nicht. Wo hat denn der da jetzt den Punkt? So. Mittelpunkt. Und er müsste eigentlich immer da ansetzen. Nein, er setzt immer woanders an. Er nimmt komplett den mittleren Block. Warum das denn? Ah. So, da setzt das jetzt da oben an und da ist es noch zu kurz. Das heißt, wenn ich da jetzt weitergehe... Ja, passt nicht ganz von der Angel her. Aber okay, gut. Wenn ich jetzt hier kleiner werde und da beispielsweise nach da gehe... Okay, gut. Nee, machen wir es so. Ah, sieht das... Egal, machen wir mal so. Nee, das ist auch wieder doof. Ach, jetzt ist der Riparion schon wieder im Weg. Ich glaub's nicht. Nee, das ist... Obwohl, wartet mal. Machen wir mal anders. Machen wir mal anders. Komm. Machen wir es mal komplett anders. 1, 2, 3, 4. Machen wir so. Ich hoffe mal wirklich, dass das Wasser da durchläuft. Dass er das jedenfalls so ein bisschen berechnen kann, dass er sagt, okay, gut, pass auf, da ist zwar was im Weg, aber da kannst du durchlaufen. Aber ansonsten stehe ich dann ganz schön blöd da. Ist ja alles unter Wasser. Und ich hoffe auch mal, dass das hält, weil das ja in der Wand selber drin ist. Das heißt, wegfließen sollte es auch nicht, weil das ja irgendwie miteinander verankert ist. Ich werde es natürlich im Endeffekt dann erst sehen, aber gut. So, das heißt, da kann man nicht in das Wasser fallen. Sollte eigentlich jetzt funktionieren. Ja, wunderbar, das geht. Das heißt, das Wasser kann da ohne Probleme runterlaufen. Und da kann man dann auch gegebenenfalls den Müll rausnehmen. Was? Ich höre hier nur klack, 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 klack. Was sagt denn der Riparion dazu? Würde er das so abkaufen oder... wäre das jetzt nicht so genehm? Oh, das sieht aus wie Nicken. Gut, passt. Er hat es abgenommen. Er hat es abgenickt. Wir nehmen das mal als Nicken an. Ach du Scheiße, wie viel hab ich denn da? Ui. 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 Das schmeißen wir jetzt mal alles hier raus. Schön. Wie die ganzen Kisten runterfallen und was dann meinen Rechner belasten wird mit irgendwelchen Performance-Einbrüchen. Aber egal, hey, ich hab... Ja, egal. Jedenfalls berechnet er die Schatten nicht korrekt. Seht ihr, er findet das soweit in Ordnung. Dann ist ja wunderbar. Wobei ich mal glaube, hier oben ist schon ein Filter, da ist dann ein Filter, da unten ist nochmal ein Filter, also ich hätte eigentlich noch kleiner werden müssen, aber okay, gut, das ist total irrelevant. Jetzt wollte ich hier noch ein paar große Blöcke bauen. So, jetzt habe ich keinen Platz mehr im Inventar, dass ich die schnell nämlich noch verbauen kann. Um hier eine etwas längere Folge zu haben. Hust. So, den Platz habe ich gemacht. Das heißt, jetzt können wir jetzt mal ganz kurz schön... Juhu, das hat funktioniert. 22 Felder. So, jetzt müssen wir hier natürlich erstmal ein großes Becken machen. Normalerweise müssten jetzt von allen Richtungen da Wasser her, Wassermassen herkommen. Das
kann man dann im Nachhinein auch noch einbauen. So ist es jetzt nicht, aber erstmal eine Richtung reicht. Wir wissen ja, wie gesagt, immer noch nicht, was wird uns erwarten, was kommt auf uns zu, wie wird das Ganze aussehen mit dem Wasser. Und ich stelle mir jetzt gerade die Frage, ist der Weg mit 2 nicht zu dünn und ich sollte lieber 3 machen? Ja, ich mache mal lieber 3. Aber dann halt innern, dass man ja nicht so einfach da rauskommt und ich dann halt da auch eine Leiter einbauen kann. So. So, ist das ein bisschen breiter? Oh nein. Aufsammeln. So. Boah, von der Größe her könnte das hinkommen. Wie viel habe ich jetzt noch? 10 Stück? 30 Stück? Ich sehe es gerade nicht. Sieht aus wie eine 30. So, wir gucken mal. Das sind 25 Felder. Und 25 breit. Und die müssen dann auch 25 sein. 28. Ja gut. Ein bisschen breiter als gedacht, aber passt. Ist noch in Ordnung. Selbst, es muss ja nicht komplett quadratisch sein. Es muss ja nicht quadratisch praktisch gut sein. Es reicht ja, dass es überhaupt funktioniert. So, natürlich überziehe ich schon wieder die Folge, aber das ist mir jetzt gerade in dem Augenblick mal völlig egal, weil ich möchte auch irgendwie mal vorankommen. Böp. Denk an die Paarzeit. Ja. Jetzt habe ich hier sogar schon Leute, die auf meine Paarzeiten achten. Dann ist sie halt mal länger. So. Gut, wunderbar. Das passt schon mal. So. Und natürlich hier lang noch. Und hier. Wie gesagt, ich möchte nur einmal mindestens eine Abgrenzung setzen, dass ich überhaupt weiß, wo ich hin muss. Wow. Nein, du kleines, dreckiges Bastard-Ding, du. Warum bist du jetzt in die Richtung gegangen? Gut, danke Reperion, dass du da warst. Wie gesagt, ich werde jetzt auch gleich den Part beenden. So ist es jetzt nicht, aber ich möchte halt jetzt ganz kurz noch das hier... Nein. Ansatzweise darstellen. Eigentlich nur noch die Steine verbauen, die ich habe. Viele sind es nicht mehr. Und wie gesagt, man kann ja dann noch die nächsten Tage weiterbauen und ja. So. Jetzt gehen wir nach hier unten. Hast du schon mal meinen Grill gesehen? Deine Grillhaube? Oder dein Grill? Na, gucke ich nochmal ganz kurz bei dem Darklink nach dem Grill. Das ist Feuer. Sein Grill muss eigentlich irgendwo im Garten sein. Hier ist ein Loch, Darklink. Hier ist ein Loch. Jo, du hast ein Barbecue. Hab ich auch stehen. Hab ich da auch, lieber Nachbar. Ich habe auch einen Barbecue-Grill. Hab ich genauso wie sie. Nur mit dem Unterschied, bei mir liegt verbranntes Fleisch drauf. Also. Weil ich halt nicht aufs Barbecue aufgepasst habe. So. Jawohl. Und damit habe ich alle Steine verbraucht und sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.